Yo Leute, du solltest mitmachen. Yo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Lukas mit dabei, Tobias ist mit dabei, aber er hat eher weniger Lust heute. Wir sind jetzt gerade hier wieder bei der Brücke, richtig cool, mit Fahrrad. Und heute ist wieder ein erneuter Tag beim Schützenfest und morgen geht's weiter. Und mir fällt gerade auf, dass Luca gar keinen Federweg hat. Was? Das ist eine Scheiße. Oh, das knallt ganz schön, wenn du irgendwo runterfährst. Ja. Na, ist ja auch meine alte Karre. Wo ist denn dein Cowartec hin? Bei Highbike. Bei Highbike, ja, bei Highbike. Bei Rathaus Heine, ey. Ja, bei Highbike. Wahrscheinlich bei Highbike, weißt du. So, und wir werden uns auch gleich wieder aufmachen. Zum Schützenfest, weil es ist nämlich gleich um 11 und da ist nämlich Schießen angesagt. Geht hier um den König, ja. Und wir drei Jungs schießen um den Jugendkönig und das machen wir. Er hat noch nie geschossen. Bei mir im Garten haben wir einen Kasten gebaut. Mein Opa und ich wollen schießen. Was macht er? Legt ein schießendes Blech krumm. Ja, wir haben da so zwei Bleche. Wir haben einen Kasten, dahinter ist ein Blech, was Federn tut, damit die Kugeln reinfallen. Und jetzt haben wir hier zwei Holzkasten gebaut, so. Und da haben wir dann daneben so eine zwei Bleche, die sind so dünn ungefähr, vielleicht 3 mm mehr nicht. Und was macht er? Legt an, da stecken wir übrigens die Scheibe rein in die zwei Bleche. Was macht er? Legt an, ich so, gib Feuer, und er schießt das Blech krumm und die Scheibe halt kaputt. Guckt es euch an, er ist schon ganz da hinten. Man sieht ihn fast gar nicht mehr, denn müssen wir jetzt auch fix hinterher. Und jetzt geht's los zum Schießen. Der Bengel hat neue Schuhe. Was sind das für welche? New Balance? 375er? Ne, 370er. 370. Und ich hab 500er. Nein, Mann, Witz. Wir sind jetzt auf jeden Fall gerade beim Schießen angekommen. Der Bengel hat eine Pfandflasche gefunden, hat er eingesteckt. Und wir schwitzen alle hier für eine Fahrradtour eben noch. Und wir schießen jetzt. Und jetzt ertönt hier auch noch die Feuerwehrsirene. Es ist um 11. Gleich müsste der Ton kommen. Oder piept das Ding nur einmal? Piepen einmal. Ah, Mist, stimmt. Ah, samstags um 11 piept das Ding noch nur einmal. Und beim Brandfall 3-mal. So, Leute, das Schießen ist fertig und wir haben gute Nachrichten. Du sagst es. Wir sind Könige. Ja. Luca, Tobias und ich. Wir drei sind beim Schießen König geworden. Also, Tobias ist Kinderkönig. Luca ist Jugendkönig. Ey, das ist mein erstes Mal, ja. Also, toi, toi. Ja, dafür hast du gute Punktzahl gehabt. Er hat 48 Ringe von 50 getroffen. 49. Nee, 48 stand auf. Ach nee, 49 stimmt, oder ausgebessert. Aber du hattest den Vorteil, du hast aus einer Entfernung von 4 Meter geschossen. Und Luca und ich, wir haben aus einer Entfernung von 50 Meter geschossen. Und ich hatte 42 Ringe von 50. Aber es war schwer, aber es hat Spaß gemacht. Und ich bin auf jeden Fall Schamainkönig geworden, weil ich noch sagen wollte. Also, Tobias Kinderkönig, wie gesagt, Luca Jugendkönig und ich mein König. Also da, wo wir immer Musik machen, da in dem Verein. Und ja, heute Abend 21 Uhr ist die Auswertung. Da filme ich bestimmt nochmal ein bisschen mit, oder? Ja. Und ja, und dann werden wir morgen beim Umzug abgeholt. Und das filme ich dir natürlich auch mit. Jetzt wollen wir euch aber nochmal den abgeknicksten Baum hier zeigen. Sieht ja gruselig aus. Und wir, Bengel, wir fahren jetzt nach Hause. Duschen? Einkaufen? Was duschen? Erstmal einkaufen und dann duschen. Ja, dann duschen und heute Abend müssen wir dann ins Festzelt zur Auswertung. Gottes Willen. Ich sitze jetzt hier gerade schon am Schnitt des Videos. So sieht das Ganze hier aus. Und es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich bei dem Video mit dem Umzug nur einen Teil reinnehmen konnte, weil ich weiß nicht, wer da zu sehen sein will oder nicht. Und deswegen habe ich das bestmögliche Video rausgekratzt, was ich einigermaßen gut fand, was man nehmen könnte. Und genauso war es auch bei der Siegerehrung. Da habe ich nur Fotos reingeschnitten. Das war eigentlich ursprünglich ein Video, aber wie gesagt, es waren zu viele Leute zu sehen. Und da dachte ich mir dann einfach, nee, komm, das machst du nicht. Und da habe ich dann einfach die Bilder zugeschnitten und habe das dann einfach nur eingefügt. Und das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, ihr wisst Bescheid, einmal noch umarmen, kommentieren. Dann würde ich sagen, ich schneide jetzt noch ein bisschen weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und ciao.